Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bevor ich die Arbeit der SOS Kinderdörfer persönlich kennengelernt habe, dachte ich immer an dieses Kinderdorf. Ja, die gibt es natürlich heute auch noch, aber die SOS Kinderdörfer sind so viel mehr. Jetzt gehen wir in eine Roma-Familie, die ist Teil des Familienstärkungsprogramms. Das heißt, dass die Familie so gestärkt werden soll, dass die Kinder quasi immer bei der Mutter bleiben können und nicht in ein SOS-Kinderdorf müssen. Ich glaube, die Geschichte, die wir uns jetzt anhören, die geht ziemlich an die Nieren und ich hoffe, wir sind dafür gewappnet. Činio nam je nasilje. Najviše meni, ne djeci, mada su djeca više to podnijeli tu stranu. Propatli smo puno, ja sam bila psihički otišla i fizički, jer teško je krenuti od nule. Više sam bila po ulici, po parkovima, nego tu iđe sam plaćala kiriju. Nije bilo uslovno. Da isključili su i vodu i struju. On me napadao svaku noć, svaki dan, nema šta nije govorio. Ona, išla sam prema socijalnom radniku da mi nađu bilo kakav smještaj da bi izvukla sebe i svojih 7 sinova. Koji su me raspoložili za život, koji su mi nadu dali za život, koji su mi pomogli sve. Nije samo ljudi, sam da kažem. Da. Ko što ima osoba. Udruženje, na primjer SOS, bilo koje udruženje. Daj da se pomogu. Ali treba ti, nije ni samo za pomoć, za bilo što. Treba ti sam da ti imaš ti neki pregovor, da podijeliš tu riječ, da te razumiješ. Da nisi sama. Yes. Also eine krasse Lebensgeschichte hat sie und ich bewundere total, wie sie mit ihren Problemen, die man gar nicht nur als Problem ist, es ist einfach ein wahnsinniges Schicksal, das sie durchlaufen hat, wie sie damit umgeht und wie positiv sie in die Zukunft blickt und vor allem auch, wie sie vergeben kann. Das finde ich ganz, ganz wunderbar. Ich glaube, da können wir uns an einem Beispiel dran nehmen. Good morning, Basha. Also natürlich gilt mein größter Respekt den SOS Kinderdörfer Eltern. Wir haben ja nicht nur Mütter kennengelernt, sondern eben auch einen Vater. Und wie die ihr Leben umstellen, um Liebe zu geben, um für Kinder in Not da zu sein, das beeindruckt mich einfach wahnsinnig. Und das treibt mir auch immer wieder die Tränen in den Augen, weil ich diese Art von Liebe ganz, ganz selten nur erlebt habe. Dječice ovdje koju gledamo, odgajamo, trudimo se da ih odgojimo, da budu ono dobra djeca i tako da budu, da nešto postignemo u životu. To bi želili da budu, da izađu na pravi put, što rekli naši stari. Dann die Programme für die Jugendlichen. Ich fand das REAL-Programm ganz, ganz toll, weil sich das eben individuell mit den Jugendlichen befasst und individuell guckt, was brauchen die Jugendlichen eigentlich, um eine Zukunft für sich zu gestalten. Es wird ihnen beigebracht, wie sie ihren Lebenslauf schreiben, wie sie Bewerbungen schreiben, aber vielleicht haben sie auch noch gar keine Ahnung, was sie später überhaupt mal werden wollen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ihnen nicht einfach nur gesagt wird, das ist die Richtung, sondern dass der individuelle Weg mit ihnen erarbeitet wird. Ich habe Emir getroffen, der auch in einem SOS-Kinderdorf groß geworden ist. Und Emir hat ein Startup mittlerweile mit 20 Angestellten. We have like one very strong woman behind us, who was our mother, and she like that was the biggest challenge for her, not for us. Und es ist einfach total schön zu sehen, was ihnen ermöglicht wurde. Wie bei jeder SOS-Kinderdörferreise nehme ich so viel mit nach Hause. Also erstmal natürlich die ganzen tollen Menschen, die ich hier kennenlernen durfte, die mir ihre teilweise sehr emotionale private Geschichte erzählt haben. So viel Liebe, muss ich sagen, und so viel Zwischenmenschlichkeit. Ich bin sehr, sehr berührt immer noch.